Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 die Fragestunde auf. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen zwei Runden nach Stärke der Fraktion mit je einer Fragestellung an den Senat. Das Verfahren ist Ihnen bekannt. Und ich rufe für die erste Frage den Kollegen Kohlmeier von der Fraktion der SPD auf. Bitte schön, Herr Kollege Kohlmeier. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Senat, welche Erkenntnisse bzw. welche neuen Erkenntnisse hat der Senat über die Flucht von zwei Strafgefangenen aus der Justizvollzugsanstalt Moabit diese Woche am Montag? Herr Senator Heimann, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Kohlmeier, Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit dem von mir Dienstag bekannt gegebenen Sachstand gibt es keine neuen Sachverhalt. Wir hatten eine Flucht von zwei Straftätern, die erhebliche Sicherheitsanlagen in erstaunlicher Weise überwinden konnten. Ich habe am Montag die Fraktionen gleich am Vormittag unterrichtet und dann auch die Öffentlichkeit in einem Statement vor dem Gefängnis in Moabit. Ich habe damals ausdrücklich nicht ausgeschlossen, auch wenige Stunden danach, dass es Hilfe von außen gegeben hat. Deswegen habe ich eine Untersuchungskommission schon damals vorgeschlagen. Morgen werde ich das erste Mal mit der Untersuchungskommission zusammensitzen. Es ist nach wie vor leider nicht auszuschließen, dass es erhebliche Hilfe von außen gegeben hat. Das, was ich Ihnen Neues sagen kann, ist, dass die Polizei vor etwa einer halben Stunde eine öffentliche Fahndung nach den beiden Flüchtigen bekannt gegeben hat, sodass man jetzt die Namen und die Fotos veröffentlichen darf. Wenn Sie jetzt hier von Zeit nachfragen, darf ich Sie hinweisen, dass die öffentliche Fahndung bundesgesetzlich im 131 der Strafprozessordnung geregelt ist und dass ich eben als Justizsenator nicht einfach Namen nennen darf. Gestern Abend hat das Landgericht dem zugestimmt. Und dann darf die Polizei, nachdem andere Mittel ausgeschöpft sind, eine öffentliche Fahndung aussprechen. Und das kann ich ja nicht einfach unterlaufen, indem ich einfach doch die Namen nenne oder bestätige. Vielen Dank, Herr Kollege Kohlmeier, für eine Nachfrage. Bitte schön. Danke schön, Herr Präsident, für das Wort. Können Sie mir sagen, Herr Heimann, ob Sie, soweit es möglich ist, schon erste Folgerungen oder Schlussfolgerungen aus dem Vorgang ziehen können? Bitte schön, Herr Senator. Ja. Naja, da gibt es eine ganze Reihe. Also das Erste ist, dass wir sofortige Sicherungsmaßnahmen ergriffen haben, um eine unmittelbare Nachahmung, die in solchen Fällen immer droht, zu verhindern. Zweitens werden wir langfristig oder jetzt unmittelbar untersuchen und dann kurz-, mittel- und langfristig, kommen gleich dazu, warum, umsetzen, wie wir die Sicherheitsstandards verbessern können, wie wir Systeme und Abläufe untersuchen, wie wir die Bedingungen für die Mitarbeiter und die Führungskultur, alles das könnte eine Rolle gespielt haben, untersuchen und gegebenenfalls verbessern. Die Frage zum Personal komme ich gleich. Wir haben in Moabit 14 Bauvorhaben für Verbesserungen und Investitionen ohnehin im Haushalt vorgesehen, zum Teil begonnen. Zum Teil kann ich sie erst wie die Mobilfunkunterdrückung im nächsten Jahr einrichten, weil das Haushaltsrecht es ebenso vorsieht. Und da werden wir überlegen, was wir im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts gegebenenfalls vorziehen können. Da rede ich insbesondere über die Verstärkung der Zellengitter, die dann mit Hartmetern entsprechend gesichert ist. Und weil Sie eben zwischengerufen haben nach der Personalausstattung, das ist immer so eine Grenzfrage. In den letzten 15 Jahren war das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und Gefangenen in Berlin nicht so gut wie jetzt oder wie in meiner Amtszeit. Wir sind bundesweit nach Niedersachsen, Brandenburg und Hamburg das am best ausgestatteten Land. Es ist natürlich wie in jedem Kindergarten, in jeder Schule, wie überhaupt im öffentlichen Dienst immer eine Frage, wie viel Personal Sie investieren wollen. Das legen wir ja dann gemeinsam als fest, am Schluss der Haushaltsgesetzgeber. Und soweit ist die Frage natürlich immer berechtigt, aber zu sagen, wir hätten in Berlin jetzt eine schlechtere Lage als in den letzten Jahren, ist objektiv unrichtig.
Und dann will ich dazu noch zwei Kommentare machen, weil ich das, glaube ich, zum Verständnis sehr wichtig ist. Das Erste ist, die Mitarbeitenden und die Personalvertreter fragen natürlich nach mehr Personal, weil die Arbeitsbedingungen eher schwieriger geworden sind. Das hat aber nichts mit der Personalquantität zu tun. Die Häftlinge sind schwieriger geworden. Wir haben ja zurückgehende Kriminalitätszahlen im Allgemeinen, aber eben im Besonderen eher gewaltbereite Häftlinge, die psychische Störungen haben. Wir haben mehr Rauschgiftabhängige. Und auch die gesetzlichen Bedingungen und die Rechtsprechung sind ja eher härter geworden, sodass es zusätzliche Belastungen für die Mitarbeiter gibt. Deswegen will ich an der Stelle auch gerne mal ein Kompliment an die Mitarbeitenden in den Haftanstalten in Berlin machen, die da unter schweren Bedingungen, unter schwierigen Bedingungen und ehrlich gesagt, vorsichtig formuliert, übersichtlicher Bezahlung einen sehr guten Job macht. Es ist ja noch nicht umsonst so, dass das jetzt seit vielen Jahren der erste Ausbruch ist. Das liegt ja auch daran, dass Sie bis dahin gute Arbeit geleistet haben. Alles in allem scheint mir in dem konkreten Fall es eher daran gelegen haben, dass bestimmte technische Abläufe und Funktionsweisen nicht so funktioniert haben, wie sie sollten und damit die Flucht ermöglicht haben. Für die zweite Nachfrage hat jetzt Herr Kollege Dr. Lederer das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Ich begrüße es ja auch, wenn man erstmal untersucht und aufklärt, bevor man über strukturelle oder organisatorische Mängel spricht. Habe mich aber gefragt, wie Sie schon am Montag dazu gekommen sind, einen Zusammenhang mit der Personalsituation in Haftanstalten einerseits auszuschließen und andererseits zu der Schlussfolgerung zu kommen, die Täter seien klug und sportlich gewesen und es handele sich um eine unglückliche Verkettung von Umständen. Das eine ist, woher wissen Sie das alles, wenn noch gar nicht abschließend untersucht ist? Und zweitens, sind die Sicherheitsstandards in Berlins Haftanstalten nur für faule Trottel? Bitte schön, Herr Senator. Das waren jetzt viele Fragen. Ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen. Also nein, für faule Trottel sind Sie nicht. Um mit Ihrer letzten Frage anzufangen, sonst wäre es ja nicht gelungen, jeden Ausbruchsversuch in den letzten Jahren abzuwehren, auch jetzt vor meiner Amtszeit. Zweitens, die generelle Strategie im Justizvollzug ist nicht Menschen verhindern, insbesondere in der Nacht, den Ausbruch, sondern technische und gebäudemäßige Anlagen. Diese Umstellung hat dazu geführt, dass erfolgreiche Ausbrüche in den letzten, sagen wir jetzt mal, 10 Jahren auch bundesweit dramatisch zurückgegangen sind. Das heißt, die Strategie ist auch erfolgreich. Dann zu Ihrer Frage, wie Sie sagen, den Umständen. Also ich war, ehrlich gesagt, vorsichtig formuliert, überrascht, als ich in der Haftanstalt mir das selber angeguckt habe, dass das möglich ist. Und wenn Sie das selber sehen würden, würden Sie auch sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das jemand schafft. Ob die Formulierung, die ich da gewählt habe, ein Kompliment, also ob ich damit nicht ein Kompliment ausgesprochen habe, was eigentlich falsch ist, sondern das war natürlich mit krimineller Energie gemacht. Darüber kann man streiten, aber es war eine spontane Äußerung von mir. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage des Kollegen Trapp von der CDU-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, ja, letztes Wochenende hatten wir in der Sportmetropole Berlin sehr viele hochklassige Sportveranstaltungen. Deshalb frage ich den Senat, wie bewertet der Senat die Sicherheitslage beim diesjährigen DFB-Pokalfinale im Olympiastadion und welche Maßnahmen wurden diesbezüglich getroffen? Vielen Dank, Herr Senator Enkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Trapp, es ist in der Tat richtig, dass die Sportmetropole von großen Sportereignissen immer wieder betroffen ist, Gott sei Dank betroffen ist. Das DFB-Pokalfinale ist eine großartige Veranstaltung, fand diesmal wie seit über 30 Jahren im Berliner Olympiastadion statt, zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. 76.000 Fans haben diesem Spiel beigewohnt. Das zieht natürlich auch polizeiliche Maßnahmen mit sich. Sie haben mich vor einigen Wochen mal gefragt nach der Größenordnung. Ich glaube, hier waren 1.200, 1.400 Polizeibeamte im Einsatz. Das, was die Berliner Polizei und die Einsatzkräfte im Zusammenhang mit diesem herausragendem Fußballspiel tun, ist die Begleitung hin zum Stadion, weg zum Stadion.
ist die Durchsetzung des Fan-Trennungskonzeptes, ist am Ende die Unterstützung der Ordner bei Einlasskontrollen und natürlich die Absicherung der Innenstadtbereiche auch wieder jeweils bei den Möglichkeiten, die den Fans in unserer Stadt angeboten werden. Alles in allem war dieses DFB-Pokal-Endspiel aus polizeilicher Sicht etwas, von dem ich sagen würde, die Fans haben sich spielangemessen verhalten. Es gab Freiheitsentziehungen, ja, es gab auch Körperverletzungen, es gab Beleidigungen, es gab auch den Einsatz verbotener Pyrotechnik. Das wurde jeweils von der Polizei geahndet. Aber alles in allem war das ein friedliches Fest. Vielen Dank. Kollege Trapp, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön. Schönen Dank, Herr Präsident. Gab es denn, weil so viele Sportveranstaltungen in der Stadt stattgefunden haben, irgendwelche nennenswerte Vorfälle zwischen den einzelnen Fangruppen? Bitte schön, Herr Senator. Präsident, meine Damen und Herren, Abgeordnete Trapp, ist die Frage, was Sie unter nennenswert verstehen. Ich sage noch mal, die große Masse der Fans hat sich verantwortungsvoll verhalten, hat ihre jeweiligen Mannschaften angefeuert. Insofern war das ein hervorragend organisiertes sportliches Event. Und ich darf in diesem Zusammenhang auch noch mal sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass das Land Berlin und der DFB hier die Unterschrift für weitere 5 Jahre DFB-Pokalfinale in Berlin unterzeichnet haben. Das ist ein großartiger Erfolg für die Sportmetropole Berlin. Weitere Nachfragen habe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu den Grünen. Herr Kollege Behrendt, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Zu den ausgebrochenen Häftlingen soll in der Senatssitzung die Formulierung gefallen sein, Gott sei Dank handele es sich um Milieumörder. Ich verstehe nicht, was damit gesagt werden sollte. Das möge mir ein Senatsmitglied einmal erklären. Herr Senator Heimann, bitte schön. Die Ausführung ist weder so gefallen noch so gemeint. Sie würde auch keinen Sinn ergeben. Wir haben im Senat in der Tat diskutiert, wie stark eine Gefährdung der Bevölkerung zu befürchten ist durch die beiden Ausgebrochenen. Das, was mir bis heute, also damals wie heute vorliegt, gehen die Sicherheitsbehörden mit all den Einschränkungen, die man da generell machen muss, nicht davon aus, dass diese beiden Ausgebrochenen nun einen Normalbürger oder eine Normalbürgerin auf der Straße überfallen oder körperlich misshandeln. Aber das kann man natürlich wie immer nur mit den Einschränkungen sagen, die man dazu machen muss, weil ich sie ja gar nicht kenne. Wünschen Sie eine Nachfrage, Herr Kollege? Nein, dann Herr Kollege Lux. Ja, ich wollte fragen, Herr Senator Heimann, Ihr größerer Koalitionspartner hat ja schon durch den zuständigen Abgeordneten per Twitter verlautbaren lassen, dass Senatoren schon wegen weniger zurückgetreten sind. Aus der SPD sind zu vernehmen so Vorhalte wie Schönwetter-Senator, weil sie mehr Bello-Dialog machen als JVA oder Justizvollzugspolitik. Ich wollte fragen, war dieser Gegenstand auch mal im persönlichen Gespräch mit Ihnen seitens der SPD-Kollegen Gegenstand oder ist das nur über die Presse gelaufen? Herr Senator, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordnete Lux, nein, das war nur Gegenstand der Twitter-Äußerung. Mit mir persönlich hat darüber in diesem Sinne keiner gesprochen. Ich wollte aber gerne auf das Zusatzargument gerne soweit eingehen. Ich war dieses Jahr 4-mal bei Vollversammlungen der Mitarbeitenden im Justizvollzug. Ich habe mehr als ein halbes Dutzend Gespräche mit den Personalvertretern dort geführt über all die Fragen, die wir jetzt hier diskutiert haben. Also man kann wirklich nicht sagen, dass ich mehr über den Hundedialog rede als mit den Justizvollzugsmitarbeitern. Also Sie haben es gefragt. Danke. Für die zweite Nachfrage hat Kollege Isenberg das Wort. Bitte schön. Ja, Senator Heilmann, Sie benutzt gerade den Begriff Normalbürger in der Erläuterung Ihrer Äußerung unter Umständen im Senat. Gibt es unterschiedliche Bürgerrechte zwischen Normalbürgern und Nicht-Normalbürger oder Schutzbedürfnisse? Und was ist ein Normalbürger und was ist ein Nicht-Normalbürger?
Herr Senator. So, können wir jetzt wieder die notwendige Aufmerksamkeit herstellen. Dankeschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Isenberg, das ist eine gute Frage. Was ich damit gemeint habe, ist, dass es Straftaten gibt, die werden typischerweise innerhalb von kriminellen Organisationen begangen, weil es Streitigkeiten etc. gibt, und die haben dann eine andere Gefährdungslage als der Bürger, der von kriminellen Mitbürgerinnen und Bürgern weit entfernt ist. Das geht ja auch. Ich finde, ich habe als Justizsenator eine Verantwortung dahingehend, die Leute einerseits korrekt zu warnen und andererseits sie auch nicht unnötig in Unruhe zu versetzen, aus der sie ja kaum eine Handlung ableiten können. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der Fraktion Die Linke, Herr Kollege Wolf, Herr Harald Wolf. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, kann der Senat bestätigen, dass die gegenwärtig favorisierte Konzeption für das Stadtwerk in Gründung vorsieht, dass dieses Stadtwerk weder Privat- noch Gewerbekunden haben wird? Und liegen dem Senat möglicherweise Alternativszenarien vor mit wirtschaftlich besseren und energiepolitisch sinnvolleren Ergebnissen, wenn das vom Abgeordnetenhaus beschlossene Handelsverbot entfallen würde? Frau Senatorin Itzer, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Wolf, es ist in der Tat richtig, dass es den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses entspricht, dass kein Stromhandel durch das Stadtwerk zu betreiben ist und dies umzusetzen, was parlamentarische Vorgabe ist, ist Aufgabe eines öffentlichen Unternehmens. Gibt es jetzt Kunden oder nicht? Ich wünsche eine Nachfrage, Herr Wolf, bitte schön. Also ich verstehe das als Bestätigung, dass das Stadtwerk keine Kunden haben wird und frage deshalb vor dem Hintergrund, dass der Senat und die Koalition ja während des Energievolksentscheides erklärt haben, dass dieser Volksentscheid überflüssig ist, weil man ja schon ein Stadtwerk beschlossen habe, frage ich, kann der Senat nachvollziehen, dass die Menschen, die dieser Erklärung vertraut haben, vermutet haben, dass mit dem Begriff Stadtwerk gemeint ist, dass dieses Stadtwerk wie alle anderen Stadtwerke in Deutschland Kunden hat und dass diese Menschen sich jetzt getäuscht fühlen und auch der Kollege Buchholz offensichtlich, der gerne Kunde werden möchte, wie ich heute der Zeitung entnehmen konnte, dies jetzt nicht werden kann. Frau Senatorin, bitte schön. Herr Abgeordneter, wir haben, wie ja von Ihnen selbst angesprochen wird, sehr umfassend die Konzeption eines Stadtwerks erörtert, hier im Parlament das Für und Wider unterschiedlicher Modelle. Jetzt sind wir dabei, unter dem Dach der Wasserbetriebe ein Stadtwerk aufzubauen. Es war immer Gegenstand, dass zunächst Eigenkapazitäten aufzubauen sind und kein Stromhandel betrieben wird. Dies hat die Koalitionsmehrheit hier im Abgeordnetenhaus so beschlossen mit allen beteiligten Abgeordneten. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht dann an Herrn Kollegen Schäfer. Bitte schön. Wenn schon kein Strom verkauft wird, dann würde mich interessieren, ob denn wenigstens massiv hergestellt wird. Und da in dem Zusammenhang die Frage, wird das Stadtwerk mit dem Dampf aus der MVA Ruhleben mehrere 10.000 Haushalte in Berlin mit Strom und Wärme versorgen, so wie das hier im Abgeordnetenhaus andiskutiert war? Bitte schön, Frau Senatorin. Selbstverständlich beschäftigt man sich derzeit mit der Frage, welche verfügbaren Kapazitäten hier genutzt werden können.
Mit Blick auf Ihre Frage Ruhleben steht dies im Moment noch nicht an, weil Sie wissen, dass dies noch nicht in Händen der öffentlichen Betriebe ist. Vielen Dank. Die nächste Frage geht dann an Herrn Kollegen Herberg von der Fraktion Die Piraten. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, der Kollege ist aufgerufen worden und darf jetzt sein Fragerecht in Anspruch nehmen. Ja? Ich frage den Senat, wieso belügt der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit die Berlinerinnen und Berliner, indem er auf seiner offiziellen Webseite behauptet, wer für 100% Tempelhofer Feld stimmt, verhindere, dass auch nur ein Grashalm angerührt werden darf? Der Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, es ist eben die Debatte geführt worden, nicht zum ersten Mal, sondern wiederholt. Und eins ist klar, Sie können es sich schönreden oder nicht schönreden, es gibt eine klare Positionierung. 100% Tempelhof heißt in der Tat das, was Herr Müller dargestellt hat, nämlich, dass der absolute Wille da ist, dort nicht zu verändern. Der Senat hat eine andere Position und die Mehrheit dieses Hauses auch. Herr Habak für eine Nachfrage, bitteschön. Die Sonnenschein. Es sind ja nicht nur Sie, die das machen, sondern zum Beispiel auch die Grün-Berlin GmbH. Nach welcher Rechtsgrundlage werben diese eigentlich für ein Volksbegehren von zwei Parteien im Abgeordnetenhaus? Herr Senator, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, auch da werden Sie nicht die Kategorien aufmachen können. Die einen dürfen, die anderen dürfen nicht. Auch hier die Grünpark hat eine Verantwortung, die nimmt sie wahr und sie wird sich in diesen Prozess einbringen. Das hat sie getan. Das ist auch nicht rechtswidrig, sondern ausdrücklich bestätigt worden vom Gericht, dass das möglich ist. Und das sollten Sie endlich mal zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht an den Kollegen Lauer. Bitte schön. Ja, vielen lieben Dank. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, könnten Sie mir als Jurist mal kurz noch erläutern, mir als Laien, was so das Unendlichkeitsverbot bei Gesetzen bedeutet? Also könnten Sie mal sagen, ist das in Deutschland überhaupt möglich, Gesetze zu machen, die dann bis zum Kältetod des Universums gelten? Oder können wir eigentlich jede Woche hier im Plenum was Neues beschließen? Könnten Sie mich dann noch mal aufklären? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, Sie sind ja so weit informiert, dass selbstverständlich, dass die Gesetzgebungskompetenz bei den jeweiligen Parlamenten liegt. Ja, stellen Sie sich mal vor, Herr Lauer. Na, ist ja ganz toll. Wollen Sie nur eine Antwort haben oder wollen Sie keine Antwort haben? So, und Sie wollen doch die Antwort haben, die Sie von mir erwarten können. Und dazu ist eindeutig zu sagen, Gesetze können selbstverständlich auch geändert werden. Das ist ja nichts Neues. So, aber in der politischen Debatte ist hier eindeutig erklärt worden, und das ist der Zynismus, den Sie hier haben. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich schon mehr als grenzwertig. Wenn man sich hier so hinstellt und aufruft zu 100% Tempelhof und im selben Atemzug sagt, wir werden aber dieses Gesetz verändern, das ist in der Tat nicht ernst nehmen von Wählerwillen. Und da sage ich mal, das haben hier die beiden Regierungskoalitionen ganz eindeutig erklärt, dass sie das ernst nehmen wollen. Und natürlich, dass es sich ausschließt, dann zu tricksen und anschließend nämlich das wieder so hinzubiegen, wie man das haben will. Das ist ihr Weg, das haben die Grünen erklärt, haben die Linken erklärt, macht SPD und CDU nicht mit. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion jetzt in der zweiten gesetzten Runde, Herr Kollege Buchner, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, wie steht der Senat zur Entscheidung der Berliner Bäderbetriebe, in den Frei- und Sommerbädern keine kostengünstigen Basistarife anzubieten, zeitgleich aber im Sommer die Basiszeiten in den Hallenbädern stark einzuschränken? Herr Senator Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Buchner, der Aufsichtsrat der Bäderbetriebe hat seinerzeit, das wissen Sie aus den Ausschussberatungen, ja die Tarifstruktur, die neue, gebilligt. Wir haben
unter anderem deshalb dieser Tarifstruktur zugebilligt, weil es zahlreiche Rabattmöglichkeiten gibt. Ich denke etwa an das Familienticket oder an den Super-Ferienpass. Gleichzeitig es sind Rabattmöglichkeiten, Herr Kollege, die es nach wie vor gibt. Und gleichzeitig, und auch das wissen Sie aus den Debatten, die wir im entsprechenden Ausschuss geführt haben, ist die Geschäftsführung, der Bäderbetrieb ist der Vorstand angehalten, dieses Tarifkonstrukt, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, auch nach einer gewissen Zeit zu evaluieren, um nachzuschauen, ob die Vorstellungen, die man damit verbunden hat, auch eintreffen. Herr Buchner, für eine Nachfrage, bitte schön. Ja. Mich interessiert schon noch, ob nicht die Einschätzung auch von Senatsseite geteilt wird, dass es auch in Frei- und Sommerbädern eben für alle Bevölkerungsgruppen möglich sein sollte, sie zu nutzen. Herr Senator Henkel, bitte schön. Präsident, Kollege Buchner, natürlich. Und das ist ja auch sichergestellt. So, da müssen wir hier nicht drüber diskutieren, weder im Plenum noch im Ausschuss, dass die Teilnahme daran sichergestellt ist, ist unbestritten. Auch die Diskussion, die wir in den letzten Tagen etwa hatten, um die Frage Superferienpass ja oder nein. Die BBB haben sich ja mit dem Jugend- und Kulturservice auf die Beibehaltung verständigt. Ich finde, das ist ein gutes und wichtiges Signal, auch für die bevorstehenden Sommermonate. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage wird dann jetzt von Frau Dr. Hiller von der Fraktion Die Linke gestellt. Bitte schön, Frau Kollegin. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator, Sie bekunden hier, dass die günstigen Möglichkeiten, die im Tarif enthalten sind, auch in den Freibädern da sein sollen. Das ist nicht so. Weder der Frührabatt noch der günstige Tarif von 10 Uhr bis 15 Uhr ist in den Freibädern nutzbar. Was werden Sie tun, um die Geschäftsführung der Bäderbetriebe zu veranlassen, diese Möglichkeiten für wenig Verdienende in Berlin auch umzusetzen? Herr Senator. Herr Präsident, Frau Kollegin, im Grunde ist doch die Antwort die gleiche. Wir haben uns zunächst einmal auf eine Tarifstruktur geeinigt. Und ich habe es im Ausschuss deutlich gemacht, mache es hier auch noch mal. Man kann bei der Tarifstruktur an der einen oder anderen Stelle zu unterschiedlichen Auffassungen gelangen. Die haben wir miteinander auch ausgetauscht. Und deshalb geht der klare Auftrag auch an den Vorstand, nach einer gewissen Laufzeit zu evaluieren, ob die Vorstellungen, die man mit diesem neuen Tarifsystem verbunden hat, ob die auch eintreffen. Und das werden wir tun. Wir sollten die Zeit uns allerdings alle geben, um abzuwarten, wie sich diese neue Tarifstruktur auf das Nutzerverhalten auswirkt. Vielen Dank. Die nächste geht an die CDU. Frau Kollegin Mentele, bitte schön. Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Einführung einheitlicher Notenbewertungssysteme an den integrierten Sekundarschulen frage ich den Senat, wie sehen heute die Zulassungsvoraussetzungen für den MSA aus und wie sehen die Zulassungsvoraussetzungen für die gymnasiale Oberstufe aus und wie haben sich die Bedingungen gegenüber der Situation vor der Sekundarschulreform verändert? Herr Staatssekretär Rackles, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Mentele, es sind ja drei Fragen gewesen. Ich fange mit der letzten an, weil die entscheidende Frage ist, was hat sich eigentlich geändert? Es ist 4 Jahre her im Rahmen der Schulstrukturreform, dass aus ursprünglich mal 4 Niveaustufen 2 gemacht wurden. Wir hatten das berühmte FEGA-System, dem einige Menschen nachtrauern, offensichtlich heutzutage. Und es wurde auf das E- und G-Niveau gebracht. Damit differenziert man innerhalb der Schule. Das hat erstmal wenig zu tun mit dem MSA. Der MSA ist eine, ähnlich wie das Abitur, zentral gesteuerte Prüfung, wo die Standards auch bundesweit aufeinander abgeglichen sind. Wir als Berlin pilotieren sogar Aufgaben, geben die in andere Bundesländer zur Prüfung, um das Niveau zu halten, auch einmalig. Also es geht in keinem Fall um eine Absenkung irgendwelcher Standards bei der Frage MSA. Was passiert, und das muss man vielleicht auch kritisch diskutieren, ist, dass einige Menschen noch nicht wahrgenommen haben, dass sie natürlich eine 8 Punkte, die Sie vor 10 Jahren gegeben haben, die damals mit einer anderen Zahl oder einer Note korrelierten als heute, nicht übertragbar sind. Sie können ein Kind, was früher 8 Punkte bekam, nicht im heutigen System gleich behandeln. 8 Punkte sind heute was anderes als vor 5 Jahren. Das ist wie mit dem Euro. 1,20 sagt gar nichts. 1,20 war vor 10 Jahren was anderes als heute. In dem Sinne hat sich bei den Standards nichts geändert. Der Zugang, also Ihre Fragen 1 und 2, der Zugang zum MSA
hat sich auch nicht geändert. Es ist das gleiche Verfahren wie damals bei der Realschule, beim Realschulabschluss. Sie können, wenn Sie in Klasse 8, im Jahrgang 8, den Berufsbildungsreife haben, gehen Sie unmittelbar in die MSA rein, wenn Sie in Klasse 9 den Berufsbildungsreife haben, gehen Sie unmittelbar in die Klasse 10 in den MSA. Haben Sie es nicht bestanden, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen den MSA freiwillig machen. Die bestimmten Voraussetzungen heißen, Sie dürfen nicht mehr als in 4 Fächern schlechter als 4 sein. Das ist die absolute Unterkante. Dann gehen Sie rein. Wer es besteht, hängt aber ausschließlich davon ab, dass er den allgemeinen Standards des MSA gerecht wird. Bei der Frage Zugang zur Oberschule, also in dem Fall gymnasiale Oberstufe, hat sich auch nichts geändert. Man muss den MSA bestehen und man muss in den Jahrgangsnoten einen gewissen Standard halten. Sie müssen bestimmte Kurse der Niveaustufe E auch bestanden haben und in allen Fächern mindestens eine 3 haben, sodass man früher wie heute zum Übergehen in die gymnasiale Oberstufe eine 3 brauchte und früher wie heute ein Ausreichend brauchten, um das MSA zu bestehen. Aber nochmal, der eigentliche Unterschied besteht darum, dass wir eine neue Skala haben und die Lehrkraft ist in der Verantwortung, sich das Kind anzuschauen und zu sagen, dieses Kind ist ausreichend, befriedigend, gut oder sehr gut. Und dann muss man Punkte zuordnen, die heute andere Punkte sind als vor 5 Jahren. Und da liegt, glaube ich, ein Missverständnis, dass das in der öffentlichen Debatte etwas durcheinander geht. Keine Nachfrage, dann hat Herr Kollege Lauer das Wort. Bitte schön. Herr Rackles, vielen lieben Dank für diese Antwort. Jetzt weiß ich immer, wie Sie sich fühlen, wenn wir hier über Technik sprechen. Könnten Sie mir das bitte nochmal irgendwie so erklären, dass ich das auch kapiere, weil ich habe es nicht kapiert. Also MSA, was war das? Klasse A, Cluster oder Klasse und 3, 8 Punkte sind nicht mehr 1,20 Euro. Also ich weiß noch immer nicht, wann kommt denn jetzt das Kind ins Gymnasium oder nicht? Also ich verstehe es nicht. Ich habe das so verstanden, der Kern der Frage, wann kommt ein Kind ins Gymnasium? Das war wohl die Nachfrage. Herr Staatssekretär. Und wann er sich anmelden darf. Ich verkneife mir jetzt, ich gebe mir mal Mühe, das zu beantworten. Also MSA heißt mittlerer Schulabschluss, Herr Lauer. Das ist das, was früher mal ein Realschulabschluss war. Und es ist die Zugangsvoraussetzung, wenn Sie den abgeschlossen haben, bestanden haben. Dazu gehört ein Jahrgangsteil, ein Prüfungsteil und ein Jahrgangsteil. Wenn Sie diese beiden Punkte bestanden haben, die Voraussetzungen sind die gleichen wie vor mehreren Jahren, haben Sie die Möglichkeit, weiterzugehen. Sie können rausgehen mit dem MSA in das Berufsleben oder in die Ausbildung. Sie können aber auch dann in die gymnasiale Oberstufe weitergehen, wenn Sie in den weiteren Noten, das ist stark differenziert, ein gewisses Mindestmaß nicht unterschreiten. Also Sie dürfen nicht mehrere Fünfen haben in Kernfächern. Sie dürfen nicht nur das sogenannte G-Niveau in Fächern belegen. Es gibt 2 Niveaustufen. Ja, es tut mir leid, das Bildungssystem ist etwas komplexer. Das ist im Kern, also politisch gesagt, haben wir ein System aufgebaut, in dem hochdifferenziert eine Vielzahl von Menschen sich bewegen kann. Die Prüfungen aber, und das ist ja die Frage der Standards, sind im Anspruch gleich geblieben. Deswegen besteht keine Gefahr, dass durch Standardabsenkung jemand weiterkommt, also besser weiterkommt als früher. Aber wir haben mehr Gelegenheiten organisiert, damit Menschen in eine Prüfung gehen. Wie gesagt, die bundesweiten Standards erfüllen, können weitergehen. Das ist hier so, es ist in Potsdam so und es ist in Düsseldorf so. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht dann an Frau Kollege beim Linger. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Werter Herr Staatssekretär, nachdem jetzt nicht nur die offensichtlich die Gesamtschullehrer aus ihrer Sicht nicht die verstanden haben, wie die Umstellung ist, sondern die seit einem Jahr gültige Verordnung auch die Koalition und weitere Mitglieder dieses Hauses nicht verstanden haben, hielten Sie es nicht für sinnvoll, tatsächlich Ihr Versprechen wahrzumachen oder besser gesagt, dass der Senatorin aus dem letzten Plenum, dass wir die nächste Ausschusssitzung dazu nutzen, dass Sie uns alle noch mal erklären, wie die Noten in der Tat zustande kommen, was die Standards sind und dass wir das mit einer Besprechung über die Frage, welche Qualität haben unsere Abschlüsse verbinden, über die es ja doch, und das zeigt doch eigentlich die Diskussion, die Sorge gibt, dass unsere Abschlüsse, unsere Zeugnisse nicht das abbilden, was sie abbilden sollten. So, Herr Staatssekretär. Herr Vorsitzender, liebe Frau Remlinger, ich nehme die Hinweise auf. Das ist nicht unsere Sache zu bestimmen, was in einem Ausschuss aufgegriffen wird. Sie können jedes Thema aufrufen, wir verhalten uns dazu. Es ist nur
Ja, es ist nur noch mal, das Thema ist breit diskutiert worden. Sie können auch in die Ausschussprotokolle schauen von 2010. Es war im Bildungsausschuss inklusive den Notenspiegeln, den damaligen politischen Setzungen auch. Es wurde auch mehrheitlich beschlossen. Da hat sich nicht furchtbar viel geändert. Es geht auch nicht darum, dass viele Gesamtschullehrer das nicht akzeptieren oder verstehen. Die meisten verstehen es. Es gibt aber eine gewisse Nostalgie bei einer Handvoll von Gesamtschuldirektoren, die das alte Fega-System für differenzierter hielten. Darüber kann man streiten. Wir haben aber letztlich ein konsistenteres System gemacht. Am Ende des Tages geht es um die Debatte, wer vergibt, warum eine 3 oder eine 2. Das macht die Lehrkraft. Und es ist sehr schwierig, objektiv zu beurteilen von außen oder statisch vorzugeben, ob das nun gerecht ist oder nicht. Da ist eine gewisse Toleranz drin, die nicht immer schlecht sein muss. Dass am Ende des Tages die Lehrkraft entscheiden darf, ob es eine gute, schlechte oder mittlere 3 ist, das können wir rauf und runter diskutieren. Aber grundsätzlich kann man das System natürlich, wie 2010 schon erfolgt, sowohl im Plenum wie auch im Ausschuss diskutieren. Das muss nur aufgerufen werden durch Sie. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen jetzt Frau Kollegin Popp. Bitte schön. Was ist das Fega-System? Das ist jetzt nicht die Frage, die ich stellen wollte. Das war zu meiner Schulzeit alles irgendwie leichter, habe ich den Eindruck. Ich frage den Senat, welches Umsteuern plant der Senat in der Personalentwicklung des Landes Berlin angesichts der Erfordernisse einer wachsenden Stadt, wo selbst der SPD-Parteivorsitzende Jan Stöß den weiteren geplanten Personalabbau in Frage stellt? Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Popp, Sie kennen das, was der Senat beschlossen hat zum Thema Personal. Sie kennen auch das, was im Doppelhaushalt dazu festgelegt wurde. Und Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass es Parteitagsbeschlüsse gibt, übrigens nicht nur einer Partei, sondern da fallen mir noch andere ein, die sich mit dem Thema Personal, Personalrekrutierung, die Größe des Personalkörpers insgesamt, die Qualifizierung des Personals mit all dem befasst haben. Es liegt jetzt an den Parteien, ob sie weitere, zum Beispiel parlamentarische Initiativen ergreifen wollen. Die Haltung des Berliner Senats zu diesem Thema ist klar und hat sich noch einmal artikuliert bei dem, was wir zum Doppelhaushalt, der vor kurzem erst verabschiedet wurde, beigetragen haben. Genau. Frau Popp, für eine Nachfrage, bitte schön. Ja, das habe ich, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Welche Perspektive sehen Sie denn und halten Sie an der Zielzahl von 100.000 Stellen beispielsweise fest? Und wie begründen sich diese 100.000 Stellen, außer dass sie von der SPD mal irgendwann beschlossen worden sind? Vielleicht von Ihnen ja auch. Bitte schön, Herr Senator. Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Popp, dann habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Es gibt eine klare Beschlussfassung. Und solange hier nichts Neues beschlossen wird, entweder im Senat oder über die tätige Mithilfe der Parlamentarier, steht diese Zahl 100.000. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht an Frau Kollegin Blum von der Fraktion Die Linke. Bitte schön. Ja, dann frage ich mal anders. Was ist denn der Grund für eine Personalpolitik des Senates, die trotz üppiger Überschüsse sehr viele offene Stellen nicht besetzt? Allein im öffentlichen Gesundheitsdienst sind es über 320 und damit eine hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten zulässt. Ist dem Senat die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes egal? Bitte schön, Herr Senat. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Blum, dem Senat ist die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes nicht egal. Der Senat hat immer deutlich gemacht, dass er einen motivierten, leistungsfähigen, modern aufgestellten öffentlichen Dienst hat. Ich darf noch mal sagen, den Fall, den Sie gerade geschildert haben, glaube ich, ist in den Bezirken angesiedelt. Aber wenn wir auch alles zusammen denken, und das tun wir, dann bleibe ich dabei, dass ich im Augenblick gar nicht verstehe, warum die Diskussion so brandaktuell ist. Sie kommt nach meinem Dafürhalten, verehrte Frau Kollegin Blum, etwas zu spät. Wir haben hier in diesem Parlament, wir haben in den Ausschüssen leidenschaftlich diskutiert über den Doppelhaushalt. Da war das Thema Personal auch ein Thema. So, jetzt sage ich mal, es kann in der Tat immer wieder Situationen geben, auf die man reagieren muss. Aber derzeit haben wir eine klare Beschlusslage und die steht bei 100.000 VZEs. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten gesetzten Frage der Fraktion Die Linke. Herr Kollege Tarsch, bitte schön.
Danke, Herr Präsident. Ich frage den Senat. Am Dienstag wurden die protestierenden Flüchtlinge an der Gedächtniskirche von der Polizei wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die Residenzpflicht festgenommen. Wusste der regierende Bürgermeister im Vorfeld von dieser Festnahmeaktion und wie bewertet er dies? Herr Senator Henkel, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrter Kollege Tasch, der regierende Bürgermeister war davon nicht informiert von mir. Wie er es bewertet, kann ich schwerlich beantworten. Dann eine Nachfrage des Kollegen Tasch. Hätte eigentlich auch der regierende Bürgermeister die Frage dann tatsächlich auch beantworten können. Aber eine Nachfrage habe ich trotzdem. Ist Ihnen denn bekannt, dass es bereits Verhandlungen zwischen den Flüchtlingen und der Integrationsbeauftragten von Sachsen-Anhalt über eine freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge gab und dass diese Verhandlungen kurz vor dem Abschluss standen? Herr Senator Henkel. Sehr geehrte Damen und Herren, Kollege Tasch, zum Zeitpunkt der Aktion war mir das nicht bekannt. Ich habe am selben Tag mit Herrn Seelemann telefoniert, der um einen Rückruf gebeten hat in dieser Angelegenheit, der mir das erste Mal davon berichtete, dass ein solches Gespräch hätte am darauffolgenden Tag wohl stattfinden sollen. Dann geht die zweite Nachfrage an Frau Kollegin Bayram von den Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Bayram. Ja, Herr Innensenator, mich interessiert, ob das jetzt die neue Berliner Linie ist, das Demonstrationsrecht von Flüchtlingen einzuschränken oder ob Sie auch als Verfassungssenator sich Gedanken darüber machen, wo und wie denn die Menschen ihre Kritik an Bundesgesetzen, europäischen Gesetzen vortragen wollen und sollen, wenn nicht in der Hauptstadt der Bundesrepublik, also die Residenzpflicht, so wie Sie sie hier angewandt haben, um letztlich faktisch ein Demonstrationsverbot auszusprechen, ist doch vielleicht überdenkenswert, ob Sie die Folge solch einer Maßnahme tatsächlich als Verfassungssenator auch hinnehmen wollen. Herr Senator. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Bayram, ich muss mich schon sehr wundern, wie Sie als Juristin mal so schlank über die Frage Verstoß gegen die Residenzpflicht hinweggehen. So viel zu Ihrer zweiten Frage. Die erste Frage, ob das eine neue Linie oder dergleichen ist, die beantworte ich mit Nein, und zwar mit einem klaren Nein. Es gibt keine ständig wechselnden Linien, sondern die Berliner Polizei handelt nach Recht und Gesetz. So, dann haben wir jetzt als nächstes Herrn Kollegen Lauer von der Fraktion Die Piraten. Bitte schön. Ich frage den Senat, könnte der Senat bitte mal darauf eingehen, welche technischen Spezifikationen der Stahl hatte, den die Ausbrecher in der JVA Moabit durchgesägt oder durchgetrennt haben? Bitte, Fragezeichen. Herr Senator Heimann, bitte schön. Also die, ich hatte gerade noch was nachgelesen, bitte um Entschuldigung. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lauer, alle Haftanstalten, die im vorletzten und letzten Jahrhundert gebaut worden sind, hatten normalen, auch schon nicht so ganz leicht durchzusägenden Stahl. Es gibt seit wenigen Jahren Manganstahl, der mit körperlicher Kraft und Sägen wohl nach meinem Kenntnisstand nicht durchzusägen ist. Und der wird nach und nach in allen Haftanstalten eingebaut, immer dann, wenn es zu einer Sanierung einer Teilanstalt kommt, weil sie dafür sehr massiv einbauen müssen. Herr Kollege Lauer, für eine Nachfrage, bitte schön, dann haben Sie das Wort. In der Tat, Herr Präsident, vielen lieben Dank, Herr Heimann, dass Sie mir eine Nachfrage durch Ihre Antwort erspart haben. Wie viele Sägeblätter haben die Kollegen denn gebraucht und wer hat sie Ihnen gebracht? Also so ein Stahl sägt sich ja nicht mit Luft und Liebe durch. Herr Senator Heimann. Herr Kollege Lauer, das kann ich Ihnen leider beides nicht beantworten. Das ist Gegenstand der Ermittlungen und ich weiß es noch nicht.
Dann geht die zweite Nachfrage an Herrn Kollegen Lux. Danke, Herr Präsident. Herr Justizsenator, bedauern Sie eigentlich Ihre Aussage vom Montag, dass es alles nur eine Verkettung von irgendwelchen Zufällen waren und die Ausbrecher ja ganz sportlich und klug waren? Oder bleiben Sie dabei? Herr Senator, bitte. Abgeordneter Lux, Herr Präsident, ich habe jetzt den Unterschied zu Ihrer vorherigen Frage nicht ganz verstanden. Den Sachverhalt habe ich am Montag korrekt dargestellt. Ich hatte vorhin in meiner Antwort, ich habe damals am Montag nicht gesagt, es sind alles Zufälle, sondern es waren mehrere Umstände. Nein, stimmt nicht. Ich habe gesagt, es waren mehrere Umstände, die zufällig zueinander kamen, damit das überhaupt möglich war. Und ob da nachgeholfen wurde und inwiefern, ist zu untersuchen. Deswegen habe ich die Untersuchungskommission gemacht. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich bedauere, dass da ein Kompliment dabei ausgesprochen wurde, das ich so gar nicht gemeint habe. Aber das ist eine reine stilistische Frage. Der Sachverhalt ist korrekt wiedergegeben worden, auch am Montag. Vielen Dank, Herr Senator. Die zweite Runde nach Stärke der Fraktionen ist damit beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich werde diese Runde gleich mit einem Gongzeichen eröffnen und schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden gelöscht. So, jetzt. So. Einen kleinen Moment bitte, wir notieren die Wortmeldung. Ich lese Ihnen einfach mal den Namen der ersten Wortmeldung vor. Das sind Herr Otto, Frau Matuschek, Frau Kittler, Herr Reinhardt, Herr Lux, Frau Dr. Hiller. Wir notieren das. Dann, wir haben die Wortmeldung notiert. Das Wort für die erste Frage hat der Herr Abgeordnete Otto. Bitte sehr. Der Betreff ist Flughafen. Welche Schlussfolgerungen zieht der Senat aus der scharfen Kritik des Bundesrechnungshofes an der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft, insbesondere betreffend das mangelhafte Berichtswesen gegenüber dem Aufsichtsrat und den fehlenden baufachlichen Sachverstand der Geschäftsführung selbst? Für den Senat antwortet der Herr Regierende Bürgermeister. Bitte. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, nach meinem Kenntnisstand ist das Thema auch im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages diskutiert worden. Ne? Nee, ich auch nicht. Aber deshalb kann man sich doch informieren. Außerdem haben Sie da auch noch grüne Vertreter da drin. Und nach, so wie mir berichtet worden ist, ist auch im Beisein des Bundesrechnungshofs deutlich gemacht worden, dass da Teile der Kritik überholt sind, weil sich das Berichtswesen schon längst umgestellt hat. Die Grundsatzfragen werden natürlich dann auf der Bundesseite mit dem Bundesrechnungshof zu klären sein. Und selbstverständlich ist das ein permanenter Prozess, auch im Aufsichtsrat. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Kollege Otto? Bitte. Ja, ich hatte ja gefragt nach den Schlussfolgerungen des Senats und der sind ja Sie und nicht der Haushaltsausschuss des Bundestages. Deshalb folgende Nachfrage, wie begegnen Sie denn dem Argument, dass in der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft baufachlicher Sachverstand komplett fehlt? Das ist doch so. Herr Regierender Bürgermeister, bitte. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, das ist ja nicht neu, wie die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft zusammengesetzt wurde. Sie wissen, dass hier Herr Ammann entbunden worden ist und es wissen auch, dass der Aufsichtsrat und die Gesellschafter sich dazu entschieden hatten, die Nachbesetzung nicht vorzunehmen. Vielen Dank. Ich sehe kein Bedürfnis nach einer weiteren Nachfrage. Dann hat jetzt die Gelegenheit zu einer Frage Frau Kollegin Matuschek. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich frage in ähnlicher Angelegenheit. Der Bundesrechnungshof hat unter anderem kritisiert, dass die Aufträge des Aufsichtsrates an die Geschäftsführung des Flughafens nicht systematisch
nachverfolgt wurden und werden. Diese Kritik hat der Untersuchungsausschuss schon bei Ihrer Befragung im letzten Jahr auch erhoben. Nun frage ich Sie, warum ist es innerhalb von anderthalb Jahren nicht gelungen, ein systematisches Berichtswesen an den Aufsichtsrat auf dessen Anforderungen durch die Geschäftsführung einzuführen? Vielen Dank, Frau Matuschek. Bitte, Herr Regierender Bürgermeister. Frau Präsidentin, Frau Matuschek, wir haben ein regelmäßiges Berichtswesen. Man kann über die Qualitäten von Berichten natürlich immer streiten, aber wir haben auch gemeinsam das Berichtswesen umgestellt. Und insofern glaube ich, dass in der Tat die Monita des Bundesrechnungshofs dort nicht mehr den aktuellen Stand entsprechen. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Ja, dann frage ich noch mal konkreter. Haben Sie denn inzwischen so etwas Profanes wie eine schlichte Beschlusskontrolle eingeführt? Das heißt, wenn der Aufsichtsrat in der einer Sitzung Nachfragen an die Geschäftsführung hat, dass er in der nächsten Sitzung bitteschön auf diese Nachfragen systematisch eine Antwort erhält. Wenn der Aufsichtsrat der Geschäftsführung aufgibt, bis dann und dann ist eine Finanzplanung vorzulegen, dass der Aufsichtsrat dann auch sich an seinen gesetzten Terminplan hält und in der Beschlusskontrolle dann auch Aufschluss darüber erhält, wie in welchem Zustand sich die Finanzplanung befindet. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Bitte. Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, das Gremium ist nicht nur der Aufsichtsrat, sondern auch die Ausschüsse der Gesellschaft. Da gibt es den Finanzausschuss, es gibt den Projektausschuss. Und in all den Gremien wird selbstverständlich nachvollzogen, was an Berichtsaufträgen nicht erledigt wurde oder erledigt wurde. Wir wissen auch, dass zum Thema Finanzplanung es auch Festlegung der Gesellschafter gab. Und dies muss dann miteinander ausgetragen werden. Und das tut der Aufsichtsrat und auch die entsprechenden Gremien. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann hat nun die Möglichkeit zur Frage Frau Abgeordnete Kittler, bitte. Ja, ich möchte den Senat fragen, ob er vorhat, den Dispositionspool für Lehrkräftestunden für die Bezirke zu reduzieren. Bitte. Bitte, Herr Staatssekretär Racklers in Vertretung für Frau Senatorin Scheres. Jetzt ist es wieder so eine Insiderdebatte. Dispositionspool für Lehrkräfte. Wir haben ja verschiedene Formen von Dispositionspools im Bereich der Förderstunden und der Unterstützung sprachliche Bildung, da haben wir den Deckel drauf. Also wenn Sie das meinen, wenn Sie es nicht weiter präzisieren, kann ich hier sagen Nein. Frau Kittler, haben Sie eine Nachfrage? Dann bitte. Ja, können Sie mir dann bitte erklären, warum die Integrationsstunden ab dem nächsten Schuljahr um eine Stunde pro Schülerin, Schüler mit diagnostizierten Förderbedarf gekürzt werden sollen, was besonders an den Gemeinschaftsschulen, aber auch an den ISSen eine Kürzung von 2 bis 3 Stellen bedeuten würde. Bitte, Herr Staatssekretär. Danke, Frau Vorsitzende. Frau Kittler, das ist nicht ganz richtig. Das kann in Extremfällen zu sowas führen. Allerdings wird es nicht rausgekürzt, sondern wird in einen Pool zugeführt, der regionalen Schulaufsicht, wo dann wiederum eine Umverteilung erfolgt. Das ist ja ein Dauerthema, dass wir bei einem gedeckelten Gesamttopf gesagt haben, es gibt eine Zuweisung an die Schulen und dann wird nochmal eine Stunde wieder rausgezogen für die nach den aktuellen Zumessungsrichtlinien für die regionale Schulaufsicht, um das dann wieder nach den Bedarfen, die kurzfristig auflaufen, zum Teil zuzuweisen. Also insgesamt, wenn es um eine Kürzung geht im Gesamtsystem nicht, das heißt aber nicht, dass nicht das Gesamtproblem des Deckels dieses Bereichs nach wie vor besteht, es wird nicht negiert, aber es findet keine Kürzung statt. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage vom Abgeordneten Zillig, bitte. Schließen Sie also aus, dass insbesondere an den Schulen mit einem besonders hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf, die also Integration und vielleicht auch in Richtung Inklusion unterwegs sind, sich die Lehrerausstattung pro zu förderndem Kind verschlechtert? Bitte, Herr Staatssekretär. Ich kann ja in einem System mit 800 Schulen gar nichts ausschließen, weil wir eine hohe Freiheit an den Schulen haben, die Stundenzuweisung, die wir teilweise pauschalisiert und nach Zumessungsrichtlinie für bestimmte Bereiche den Schulen in ganze Jahr geben, die interne schulinterne Organisation manchmal anders aussehen kann. Ich kann ausschließen, dass es einer Verschlechterung innerhalb des gedeckten Systems kommt. Es kommt im Gegenteil, anders als früher sogar dazu, dass die Zahl insgesamt immer dann aufwächst, was früher nicht der Fall war, dass wenn Förderzentren geschlossen werden, die Lehrkräfte und die Personalkapazitäten dem allgemeinbildenden System zugeführt werden, also die theoretisch zur Verfügung stehende Zahl der Stunden steigt. Allerdings ist natürlich bei einer Zunahme an Kindern, bei einem gedeckelten Topf,
In der Summe wird der Teig dann dünner, in Anführungsstrichen. Die Stunden sind dann eben, das ist ja auch das Problem des sogenannten negativen Dispositionspools, was für Feinschmecker. Wir können dann eben nur ausreichen, wo der unmittelbare Bedarf dann auch aktuell anstehen. Also ich kann, wie gesagt, nochmal sagen, wir führen hier keine Kürzung durch, bezogen auf das, was in Haushaltsberatungen auch manifestiert und explizit auch im Parlament Thema war. Allerdings haben wir beim gedeckelten Topf nicht die Möglichkeiten, das dauerhaft und beliebig auflaufen zu lassen. Aber innerhalb des gedeckelten Systems weisen wir normal zu. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Nun stellt die nächste Frage Herr Abgeordneter Reinhardt. Sie müssten bitte nach vorne kommen. Ja, vielen Dank. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal gefragt, Frau Senatorin Kohlert, wegen dem Stand der Sprachkurse in Berlin. Da gab es keine besonders zufriedenstellende Antwort. Nehmen wir einfach mal das nächste Integrationsthema. Wie ist denn eigentlich der Stand mit der Obdachlosenunterkunft für Familien, bevorzugt Roma-Familien hier in Berlin? Da würde mich auch mal interessieren, ob es da mittlerweile Fortschritte gibt. Die Gelder sind ja eingestellt worden im Doppelhaushalt. Wer antwortet für den Senat? Frau Senatorin Kohlert, bitte. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Deutschkurse sind auf gutem Wege. Herr Abgeordneter, wir haben jetzt entschieden, dass wir über die Volkshochschulen das gerne umsetzen möchten, weil diese Strukturen uns als sehr vorteilhaft erscheint, als dass wir es über einen Zuwendungsvertrag mit einem Träger machen. Das nur zu Ihrer ersten Frage als Nachlieferung. Zu Ihrer zweiten Frage, was die zentrale Anlaufstelle angeht, sind wir noch auf der Suche nach einem Objekt. Da müssen wir natürlich mit den Bezirken Rücksprache halten, welches Objekt dort geeignet wäre. Übrigens, damit es da keine Missverständnisse gibt, sollte es kein Wohnunterkunft sein, grundsätzlich für Roma-Familien, weil das ein großes Thema ist in Berlin, auch im Rahmen von Wohnungslosenpolitik, dass hier zunehmend mehr Menschen aus anderen europäischen Ländern hierher kommen und wohnungslos sind. Das ist ein grundsätzliches Problem, was wir dort konzeptionell vorbereiten. Aber ein Objekt haben wir da noch nicht ins Auge fassen können. Ist lediglich eine Anlaufstelle, dass wenn diese Menschen in der Stadt ankommen, dass sie eine Anlaufstelle haben, erst einmal unterkommen. Aber das ist nicht so zu verstehen, bitte, dass es eine Unterkunft für alle Menschen sind, die aus Bulgarien und Rumänien kommen oder Roma sind. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte. Ja, vielen Dank für die Erläuterung, Frau Senatorin. Jetzt haben wir doch tatsächlich mal ein paar Themen, wo wir uns ja eigentlich auch einig sind, dass das vielleicht auch sinnvolle Projekte sind. Trotzdem habe ich das Gefühl, im Integrationssenat bewegt sich momentan relativ wenig. Sind lauter Punkte, Sprachkurse, Unterkunft. Ihre Frage bitte. Schon lange diskutiert werden. Wenig tut sich. Was betrifft denn, wie ist denn überhaupt der Gesamtstand des Roma-Aktionsplans? Gibt es da irgendwelche Fortschritte? Die Gelder sind ja drin. Frau Senatorin, bitte. Ja, Herr Abgeordneter, also das Thema Roma beschäftigt übrigens nicht nur meine Verwaltung, sondern alle Senatsverwaltungen. Wir sind sehr intensiv mit der Lebenssituation dieser Menschen befasst und übrigens nicht nur in Berlin. Ich bekomme ständig Einladungen auch aus Brüssel, weil das Thema, dass große Städte Strategien entwickeln, wie sie mit dieser Binnenwanderung, wie sie mit Roma-Familien umgehen, ist eines der zentralen Themen. Und alle gucken nach Berlin. Es ist schade, wenn Sie sagen, es ist da nicht viel passiert. Natürlich befasst sich gerade die Bildungsverwaltung sehr intensiv, was den Kita-Besuch, aber auch die Einrichtung von Willkommensklassen angeht. Dann die gesundheitliche Versorgung. Herr Chaya, die Wohnsituation haben wir gerade angesprochen. Und was mein Haus konkret macht, und wir setzen das, was im Haushalt auch eingestellt worden ist, um über eben auch mobile Beratung, die haben wir verstärkt, auf die Menschen zugegangen wird, damit sie auch in die Systeme hinein integriert werden und eine Versorgung bekommen. Und ein Schwerpunkt in meinem Haus ist, dass wir gerade die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Menschen, die vielleicht abhängig beschäftigt sind oder selbstständig beschäftigt sind, aufzuklären über ihre Arbeitnehmerrechte, weil wir beobachten, dass
insbesondere Roma, sehr stark im Bereich Arbeitsausbeutung und Schwarzarbeit betroffen sind. Das sind alles Aktivitäten, die wir zusätzlich machen. Sehr gerne, wenn Sie das Gefühl haben, da passiert nicht viel, können wir im Ausschuss das Thema aufrufen. Und wir kommen gerne auch weiteren Fragen Ihrerseits nach. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Strategie, was im Senat beschlossen worden ist, erfolgreich umgesetzt wird. Vielen Dank. Eben gab es noch eine Nachfrage, hat sich erledigt. Gut. Dann ist die Fragestunde damit für heute beendet.